Okay, wir haben schon eine ganze Menge, ne? Nur noch nicht irgendwie was Brauchbares, habe ich so den Eindruck. Ich meine, ja, wir haben Fleisch in die Hand und können dazu noch ein bisschen Obst geben. Warum nicht? Sind wir schon mal ein guter Fleischspieß geworden? Außerdem können wir wahrscheinlich eine Schwertkrabbe. Das ist eine gute Kochzutat, steht da. Na, dann. Zwei Herzen noch, ey. Meersalat. Nein, Kochobst. 15 Herzen. Das ist gut. Das in die Hand, das in die Hand. Dann mache ich noch das dazu und eine Krabbe und noch was davon. Ja, wir sind gezwungen zu kochen. In die Hand. Ich weiß, wir könnten das jetzt auch voll professionell irgendwie so machen, dass da was Brauchbares bei rauskommt, aber sind wir mal ehrlich, nö. Ich will gerade nur den Platz komprimieren und mehr Heilkraft aus den Dingern rausholen. Mehr Anspruch habe ich gerade eigentlich nicht. Das soll einfach nur schneller gehen, wenn ich da unten gleich in Not gerate, wenn ich gegen das Viech kämpfe. Was ich nicht sofort tun werde. Aber hey, ich möchte anmerken, wir haben immerhin schon ein Drittel. Super, alles verkocht. Hey, meine Güte, ich habe in dieser Aufnahme, glaube ich, mehr gekocht als bisher überhaupt in Breath of the Wild. Ah, guck dir das mal an hier. Geil. Geil. Sortier mal. Ja, das nehme ich. Perfekt. Fast wieder voll. So, da oben ist eine Bande. Blindwütige Bande, blamabla Brüllaffen oder so. Aber warte mal. Weißt du, vielleicht lasse ich das mit dem Kämpfen auch einfach gleich bleiben. Ich meine, das größte Problem war immer, das Ding von seinem Hals runterzunehmen. Aber seit ich auf die tolle Idee gekommen bin, man kann einfach auf dem Teil landen und ihm das Ding klauen. Warum soll ich mir da überhaupt abmühen? Nee, vielleicht ein bisschen antiklimatisch, aber ist mir doch sowas von Wumpe. Der Bocklin hat immerhin auch alles gesprengt, was hier zu holen war. Von daher, ja doch, ich finde, das ist ein ganz guter Abschluss für den zweiten Part des Ganzen. Komm, geh da rein.
Gut. Bis der merkt, was los ist, bin ich längst weg. Hallo, Bulle. Tust du mir nichts, tue ich dir nichts, okay? Wenn du mir was tust, muss ich mir meine Herzen auf dem einen oder anderen Weg wieder zurückholen. Puh, okay, der Hinox ist schneller erledigt gewesen, als ich dachte. Das war nämlich das, was damals am längsten gedauert hat. Weil ich habe ihn im Prinzip mit Bomben fertig gemacht. Oh, zwei mit einem Bogen? Ernsthaft? Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Das ist natürlich ungünstig. Warte, ich hab's gleich. Naja, viel besser. Ich hab noch eine Waffe? Ah, ja. Ach du Scheiße. Ich beschütze dich. Alter! Jetzt steh auf und... Oh, wie mich das ankotzt. Jedes Mal derselbe Scheiß. Jedes Mal. Ja, wisst ihr, was der Grund ist? Ich habe keine Pfeile mehr. Toll. Es lief alles gut, bis ich keine Pfeile mehr hatte. Okay, das hat zumindest geklappt. Ich musste nur genug Vorsprung bekommen, damit ich das hier machen konnte. Der Rest sollte eigentlich relativ simpel sein. Merkst du was? Der da hinten wird aufsässig. Weil er wird sich noch wünschen, dass er mich nicht angeguckt hätte. Das Blöde für ihn ist, er beliefert mich gerade mit der Munition, die ich brauche, um ihn auszulöschen. Hey, Pappnase! So viel dazu, würde ich meinen. Das war dann im Prinzip Eventide Island. Ich habe es schwerer in Erinnerung, muss ich sagen, aber gut. Alter, ernsthaft? Jetzt macht die scheiß Kiste auf. Was haben wir hier noch Tolles drin? Aua. Oh, ein Ritterschwert. Cool.
Gut, lassen wir den Blödsinn. Oh. Gut, so viel dazu. Wir haben's gleich, wir haben's gleich und tschüss. Gerade mal eine halbe Stunde. Ein bisschen mehr, aber auch nicht so viel mehr. Vermutlich, weil ich eine Stunde beim Hinox-Kampf gespart habe. Ups. Der Sieg ist dir hold, mit allem Glück. Du erhältst dein Werkzeug nun zurück. Yay! Wohlan, Reisender, so soll es sein. Komm näher und betritt den Schrein. Was ist mit dem ganzen tollen Kram, den ich gerade gekocht habe? Der ist weg. Toll. Die ganze Mühe umsonst. Ja, okay, so wird das nix. Oh, war die Kiste vorher auch schon hier? Soldatobogen. Okay, ich glaube, die theoretische Strategie habe ich sowieso verbockt, weil hier sind keine Stahlkisten mehr. Schade. Weil in diesem einen Video, das ich gesehen hatte, wo hier jemand der Boden ist Lava gespielt hat, und halt die Prüfung bestehen wollte, bevor die Prüfung überhaupt beginnt, die ja sofort beginnt, wenn man hier den Boden berührt. Da hat er diesen Hinox ausgeschaltet, indem er im Prinzip ihm einfach eine Stahlkiste zwischen die Beine gesteckt hat und ihm die immer wieder ins Gemächt gerammt hat. Das hat irgendwie ausgereicht, um ihn zu vernichten. Wusste nicht, dass das geht. Kuguchide-Schrein. Na dann, aktivieren. Ich grüße dich, Pilger. Mein Name ist Kuguchide. Du hast die Prüfung bestanden. Yay! Was kann es sein? 300 Geld. Ja, okay. Ich habe irgendwie ein cooles Rüstungsstück oder so erwartet, aber davon kriege ich ja gleich ein paar. Du hast die Prüfung gemeistert, diesen Schrein zu erreichen. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Ring! Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Na, bestimmt irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. So.
Wunderprächtiglich. Oh, guck mal. Mit angenehme Brise. Hallo, Vogel. Ja. Sag mir, was führt dich hierher? Nun, ich suche Schätze. Da wirst du hier kein Glück haben. Hier gibt es nur dieses seltsame Bauwerk. Was ich hier will, nun, ich bin auf der Suche nach Freiheit. Ja, so könnte man das sagen. Ich will frei sein, ohne Einschränkung. Frei und sorglos wie der Wind. Deswegen lausche ich hier der Stimme des Windes. Das gibt mir ein bisschen das Gefühl der Freiheit. Wärst du nicht auch gern wie der Wind? Ja, doch, Wind sein wäre toll. Ich habe das Gefühl, wir könnten gute Freunde werden. Unter meinen Freunden wärst du der erste Hallianer. Echt? Mhm. Dein Flügel sieht ganz anders aus als unsere. Wie interessant. Was sagst du? Möchtest du von mir lernen, wie man eins mit dem Wind wird? Eins mit dem Wind? Der Wind weht mal schnell und mal langsam, aber bewegt sich immer frei. Und ich denke, der beste Weg, eins mit ihm zu werden, ist seine Bewegung nachzuahmen. Dafür habe ich mir eine Übung einfallen lassen, bei der man Ringe in der Luft durchfliegt. Es geht darum, so viele Ringe wie nur möglich zu durchfliegen. Das ist eine Erfahrung, die du niemals vergessen wirst. Möchtest du es mal versuchen? Ach, kann ja nicht schaden. Dein Interesse freut mich. Ich bräuchte nur 20 Rubine für die Vorbereitung. Bist du einverstanden? Ich dachte, wir sind Freunde. Genau, deswegen wirst du mir die auch einfach ohne zu zögern geben. Dann will ich mal aufbauen. Bitte warte hier. Tut mir leid, dass du warten musstest, aber jetzt kannst du jederzeit losfliegen. Ui. Meine Empfehlung wäre diese Strecke dort nicht entspannt wie das Gleiten auf einer sanften Brise. Es liegt an dir, welchen Weg du nimmst. Der Wind wird dich willkommen heißen. Oh, okay, Mimo. Dann... Na, was ist? Ach, nichts. Nun gut, flieg einfach los, wenn du dich bereit fühlst. Okay, Kumpel. Ach, du Scheiße. Jetzt gerade mal ein bisschen Party machen hier. Okay, den habe ich nicht ganz bekommen. Aber den. Bergauf. Bergauf. Und weiter. Oh, das war knapp und nach oben. Hehe. Bin mir echt nicht sicher, gehört das zum DLC oder war das vorher auch schon im Spiel? Jabadabadu, okay. Als nächster bist du. Na, wer mich jetzt angreifen will, ist einfach nur ein Arschloch. Das keinen Spaß kennt. 30 Ringe. Nun denn, dann sammle ich meinen flugfähigen Freund mal ein. Flugunfähig? Na egal, du hast das ganz gut gemacht. Unglaublich, 30 Ringe, das schaffen nicht mal Rito. Du bist wirklich eins mit dem Wind geworden. Dafür sollst du das hier erhalten. Oh, danke. Und, möchtest du das nochmal versuchen? Im Moment nicht. Aber danke, ich komme später bestimmt nochmal wieder. Das mag besser sein. Du bist wie das edle Huhn, des Fliegens fähig und doch auf dem Boden zu Hause. Ich kümmere mich ums Aufräumen. Es würde mich freuen, dich wiederzusehen. Aber klar doch, du bist cool. Können wir zusammen meditieren? Ich habe doch keine Ahnung, wie ich mich hinsetzen kann. Ich meine, ich kann den hier machen, aber... Ist jetzt nicht unbedingt die beste Pose dafür. Sei einfach eins mit dem Wind.
Lehn dich zurück und schließe die Augen. Okay, danke Mimo. Wir sehen uns später wieder. Ich habe was zu tun. Ich muss nämlich zum Mimosa schreien. Der heißt Rimosa, aber tu nur. Das war doch mal eine entspannte abwechselnde Entspannung. Es war ganz nett. Mal mittendrin so ein kleines Ringspielchen.